es gibt nichts Schöneres, als das zu machen, was man liebt. Und genau das machen wir hier. Es geht darum, sich selber und auch anderen Menschen Freude zu bereiten. Wenn der Kunde unseren Laden betritt, kann er davon ausgehen, eine Ausstellung zu betreten. Ich bin Alex von Getränkefeinkost und handle mit alternativen Getränken. Die Idee kam eigentlich dadurch, dass wir zwei Personen waren, die halt gerne alternative Getränke getrunken haben. Zum Beispiel haben wir hier eine Cherry Tree Cola, unterschiedliche Sorten Ginger Beer. Halle, unsere Nachbarn, die haben hier ein ganz tolles Paket, ja, Halles schönste Herrenhandtasche, ja. Das ist eine Cola, sieht nicht so aus, schmeckt auch nicht so, aber ist sehr bekannt aus einem Computerspiel. Ich probiere, schaue mir so das Erscheinungsbild an, schaue, aus welchem Umfeld kommt dieses Produkt, wollen wir dieses Unternehmen unterstützen? Und wenn all diese Kriterien passen, dann sagen wir, okay, jetzt geht's los. Ja, wir haben viele Stammkunden, die regelmäßig kommen, also teilweise bis zu dreimal am Tag. Ich denke, was uns auch von anderen trennt, ist, dass wir zum Verweilen auch einladen wollen. Wir haben nicht das, was alle anderen haben. Einen guten Laden zu machen, nach außen ist die eine Seite, aber die andere Seite ist halt gut organisiert zu sein. Mein Partner hat am Ego-Existenzgründerseminar teilgenommen und dort die wesentlichen Grundlagen der Unternehmensgründung vermittelt bekommen. Ich mag einfach Wohnungen mit einem schönen Ausblick. Ich bin jetzt nicht so oft zu Hause, aber wenn ich zu Hause bin und rausschaue, dann möchte ich was Schönes sehen. Eines Tages bin ich dann durch unser schönes Magdeburg gelaufen und da ist eine offene Garageneinfahrt und da steht auf dem Boden dieses wunderschöne Bild, ja? Und man sieht, das passt perfekt, ja. Ich wohne hier ungefähr 2,5 Jahre und ich denke, dass es ziemlich gut zu mir passt, weil es ist halt nicht so ganz perfekt und ich bin halt auch nicht so ganz perfekt. Wenn Alex im Ausland ist oder so, dann bringt er halt auch ständig neue Sachen mit. Wir verkosten das Produktsortiment einer regional ansässigen Brauerei. Und wenn man mit mehreren Leuten zusammensitzt, dann merkt man eigentlich auch recht schnell, was passt und was nicht. Manchmal muss man Sachen einfach ausprobieren.